Im Zuge des gescheiterten Putschversuchs gegen die russische Militärführung haben russische Spezialeinheiten auch die Villa des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin durchsucht. Russische Medien veröffentlichten nun Bilder des Einsatzes und geben damit Einblick in das skurrile Luxusleben des ehemaligen Putin-Vertrauten. Mehrere staatliche und private russische Medien veröffentlichten offenbar von Strafverfolgungsbehörden aufgenommene Bilder, auf denen ein großes, luxuriöses Haus mit einem Hubschrauberlandeplatz im Garten zu sehen ist. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler unter anderem Dollar- und Rubelbündel in Millionenhöhe, Goldbarren, zahlreiche Waffen oder auch mehrere Pässe mit unterschiedlichen Namen und einen Kasten voller Perücken. Auch auf einen ausgestopften Alligator stießen sie. Außerdem sei in Prigoschins Haus ein Foto mit abgetrennten Köpfen gefunden worden. Prigoschins Kämpfern wurden in der Vergangenheit wiederholt entsprechende völkerrechtswidrige Übergriffe vorgeworfen. Besonders skurril auf den Bildern sind die vielen verschiedenen Perücken in unterschiedlichen Stilen und Farben, von grau bis mausbraun. Die staatlich unterstützten Telegram-Kanäle veröffentlichten zudem Fotos, auf denen der Warlord angeblich die Perücken als Teil verschiedener Verkleidungen trägt. Die Qualität einiger Verkleidungen ist aber derart lächerlich, wodurch Spekulationen aufkamen, dass sie gefälscht worden sein könnten, offenbar um den Wagner-Chef weiter zu diskreditieren.